Die meisten Trainer wollen immer den kompletten Sportler haben. Doch wenn wir uns die erfolgreichsten Sportler anschauen, dann merken wir relativ schnell, dass diese nicht alles perfekt beherrschen, aber wesentliche Dinge sehr gut können. Die Fokussierung auf Schwächen hingegen bringt uns nur zu Mittelmaß. Schon Winston Churchill hat gesagt, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Die Schwierigkeit für uns Trainer, vor allem im Jugendbereich, liegt also darin, den Spagat hinzubekommen zwischen Grundlagentraining für alle und Spezialtraining für jeden Einzelnen. Darum soll es heute gehen und am Ende haben wir dafür noch einen besonderen Tipp für dich. Deshalb bleib jetzt dran und viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Trainerevolution. Heute wollen wir mit dir darüber sprechen, weshalb es sinnvoll ist, dass du dich auf die Stärken deiner Sportler fokussierst. Dadurch werdet ihr gemeinsam mehr Spitzenleistungen erreichen. Sprechen wir also nochmal über das Stichwort Fokus bzw. Konzentration. Damit ist Folgendes gemeint: Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden und zielgerichtet an einer bestimmten Sache zu arbeiten. Für uns Trainer heißt das also Folgendes: Zunächst müssen wir überlegen, welche Fähigkeit benötigt unser Sportler und/oder unser Team, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Für Höchstleistungen gibt es in jeder Sportart gewisse Voraussetzungen. Allerdings dürfen wir dabei vor allem im Teamsport nicht aus den Augen verlieren, dass für unterschiedliche Positionen, beispielsweise im Fußball oder im Handball, andere Trainingsinhalte mehr Relevanz haben als andere. Wer würde zum Beispiel auf die Idee kommen, einen talentierten und motivierten Torhüter im Mittelfeld aufzustellen, außer vielleicht Pep Guardiola bei Manuel Neuer? Frage dich also als erstes, welche Erfolgsfaktoren gibt es in deiner Sportart und im Teamsport eben für jede Position? Und welches Ziel möchtest du erreichen, wobei du eben beachten solltest, dass die Ziele deiner Sportler mit deinen übereinstimmen sollten? Du musst diese Dinge auch nicht selbst herausfinden. Hierzu gibt es sicherlich auch in deiner Sportart schon Bücher und Artikel im Internet dazu. Fünf Punkte möchte ich dir jetzt noch kurz mit auf den Weg geben, welche eben Stärkenfokussierung als Vorteil hat. Der erste Punkt ist Selbstsicherheit. Wenn du mit deinen Sportlern natürlich immer auf ihre Stärken fokussiert trainierst, dann fühlen sich diese einfach selbstsicherer, bekommen mehr Selbstbewusstsein, weil sie natürlich nicht so sehr auf ihre Schwächen aufmerksam gemacht werden. Und der zweite Punkt deshalb ist, sie werden auch mehr Erfolge haben, auch wenn sie vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch Schwächen haben. Und was daraus eben resultiert, aus mehr Selbstbewusstsein, mehr Erfolg, ist eben auch eine höhere Motivation. Die Sportler werden motivierter ins Training kommen, sie werden mehr Bock haben, weil sie einfach wissen, okay, wir arbeiten gemeinsam an meinen Stärken und das macht eben auch einfach mehr Spaß. Der vierte Punkt, der daraus resultiert, ist am Ende mehr Engagement. Deine Sportler werden sich natürlich auch anders ins Training einbringen, sie werden mit dir anders sprechen und eben ja einfach ihre Stärken dann zum Einsatz bringen. Das heißt, vielleicht ist der eine eben ein kommunikativer Typ oder der andere, ja, schreibt gerne in seiner Freizeit, dann wird er vielleicht sich auch einbringen und sagen, okay, ich schreibe den Bericht vom letzten Spiel oder vom letzten Wettkampf und deshalb eben auch mehr Engagement. Und der letzte Punkt, ich habe ihn schon kurz angedeutet, ist auch, du wirst eine bessere Beziehungsebene haben. Das heißt, du und dein Sportler werdet einfach auf eine andere Ebene kommen, denn wenn du dich auf seine Stärken fokussierst, wird er einfach merken, wie du ihn auch wertschätzt und so werdet ihr einfach eine bessere Beziehung zueinander bekommen. Das waren also die fünf Punkte, die dir Stärkenfokussierung mit deinen Sportlern bringt. Oft wollen wir trotz allem, auch vor allem im Jugendbereich, eben diese sogenannten kompletten Sportler. Aber aus den bereits genannten Gründen erscheint uns von der Trainerevolution das nur bedingt sinnvoll. Denken wir nochmal an die erfolgreichsten Sportler und Persönlichkeiten, welche sich auf eine Sache spezialisiert haben oder zumindest auf ein paar wenige Dinge, welche sie aber außerordentlich gut können. Sicherlich erinnerst du dich noch an den Laufweg von Arjen Robben zum Beispiel. Obwohl jeder wusste, dass er von der rechten Seite mit dem Ball am linken Fuß nach innen zieht,
hatte er damit sehr viel Erfolg und hat auch keine Anstalten gemacht, sich von diesem Weg abbringen zu lassen und im nächsten Spiel auf einmal mit rechts vorbeizuziehen. Und auch Deutschlands Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat es mit seinem berühmten Fadeaway-Wurf auf Platz 6 der ewigen Scorerliste der NBA geschafft. Diesen Wurf hat er nicht nur im Spiel getroffen und auch mal verworfen, sondern sicherlich einige tausend Male in der Trainingshalle vorher perfektioniert. Vor diesem Hintergrund sind wir der Meinung, dass wir nicht mehr alle unsere Sportler im Training über einen Kamm scheren sollten. Mehr Individualität ist hier das Stichwort. Dazu gibt es auch schon ein Video von Dustin, welches wir hier nochmal verlinken. Das bedeutet natürlich nicht, dass es auch sinnvoll ist, gewisse Grundlagen von allen Sportlern beherrschen zu lassen und zu trainieren. Allerdings wollen wir, dass du dich beim Individualtraining immer auf die Stärken deiner Sportler konzentrierst und diese weiter ausbaust. Für die aktuelle trainingsfreie Zeit könntest du dir also überlegen, welchen deiner Sportler du in Zukunft auf welche Art und Weise fördern möchtest. Schwächen solltest du nur beachten, wenn diese der Verbesserung einer Stärke im Weg stehen. Ansonsten dürfen Sportler unperfekt sein. Uns fällt das meistens sehr schwer, da wir überall den Fokus auf die Schwächen legen, beispielsweise in der Schule und im Beruf. Hier wird immer geschaut, dass jeder an seinen Schwächen arbeitet. Wir wollen aber keine Mittelmäßigkeit erreichen, sondern Spitzenleistungen in einer Sportart. Da wir als Trainer für viele Bereiche, welche in unserer Sportart wichtig sind, eigentlich Spezialtrainer benötigen würden, wollen wir dich nochmals auf die Sports Performance Akademie hinweisen. Hier bekommst du unglaublich viel Wissen zu den Themen mentale Performance, Athletik, Ernährung und vieles mehr, vermittelt in Online-Kursen und in täglichen Livestreams von ca. 20 Minuten. Alle Infos dazu verlinken wir dir gerne nochmal hier unter dem Video. Wir sind dort schon dabei und freuen uns immer über die Inhalte. Sei auch du dabei und freu dich auf wirklich jeden Tag Neues. Und wenn du dort nicht dabei bist, dann schau auf jeden Fall die Videos der Trainerevolution regelmäßig an. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann lass uns auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Schreib uns auch gerne als Kommentar, wie du den Spagat zwischen Stärkenfokussierung und Schwächen hinbekommst oder welche Erkenntnis für dich heute die wichtigste war. Und jetzt viel Erfolg bei der Fokussierung auf die Stärken deiner Sportler. In diesem Sinne, nutze dein Mindset als Erfolgskatapult.